Franck Ribéry trifft jede Menge alte Bekannte beim Klassiker Deutschland gegen Frankreich. 98er Weltmeister Laurent Blanc im Trainerduell mit Jogi Löw in dessen 76. Länderspiel als Chef. Deutschland ohne 5 mit Groß und Khedira in der Zentrale. Özil wird offensiv flankiert von Reus und Schürrle. Hinter der einen Spitze Miro Klose. Frankreich mit 11 Spielern aus 11 Vereinen. Loris im Tor, Chef Abidal auf links. Dazu die Gestalter Nasri und Ribéry. Extreme Qualität nach wie vor. Ribéry gegen Reus. Die Kreativzone ist von der ersten Sekunde an hart umkämpft in diesem Länderspiel. Der Gast seit 17 Spielen ungeschlagen mit der ersten Chance, Caballé. Die Franzosen wacher, zielorientierter in der Auftaktphase vor Wiese, der im heimischen Stadion den Vorzug vor Neuer bekam. Keine gute Kopfballarbeit beim Standard, die auf der Linie umso besser. Bei 7 Siegen und 10 Niederlagen ist die Länderspielbilanz gegen Frankreich negativ. Debuchy, Giroud und der steht sowas von goldrichtig. 0:1, die 21. Minute. Nasri ist der Gestalter des Tores. Debuchy entwischt den zögerlichen Bartstuber und Aogo und findet genau den richtigen Zeitpunkt zum Anspielen. Der verletzte Benzema glänzend vertreten durch Giroud, den Brecher aus Montpellier. Freistoß Toni Kroos. Klose völlig frei. Das 115. Länderspiel von Miro in seiner alten Bremer Heimat noch ungekrönt. Loris entscheidet reaktionsschnell und spektakulär das Duell der Kapitäne aus der 33. Minute. Özil über den ruhenden Ball bringt sich Deutschland zurück ins Spiel. Kroos an vielen kreativen Momenten beteiligt. Bartstuber, Pfosten. Loris genannt Spider-Man, Sie sehen warum, der Keeper von Olympique Lyon. Frankreich überhaupt nicht mehr zu messen an der Chaostruppe, die die WM 2010 weggeworfen hat. Özil auf Klose. Länderspieltor Nummer 64 erneut verschoben. Die letzte Aktion vor der Pause. Kroos auf Özil, kurze Körpertäuschung. Längst bewegt sich die DFB-Auswahl auf Augenhöhe, nur das Ergebnis noch nicht. Mesut Özil zieht Ball und Spiel an sich, wie es sich für einen echten Zehner gehört. Bremen zittert mit Özil und Co. Schürrle verletzt, Klose angeschlagen, Müller und Gomez im zweiten Durchgang dabei, genauso wie Hövedes für Badstuber. Frankreich mit Abidal, da kommt er. Nasri geblockt von Boateng. Aus Marseille mit algerischen Wurzeln, Nasri wie einst Zidane. Mexes, Valbuena, Großchance Frankreich in einem anspruchsvollen Fußballspiel, 63 Minuten vorbei. Ballverlust Müller und dann ist der Mann, der schon in der Champions League gegen Borussia Dortmund getroffen hatte, sowas von frei. Defensiv bleiben ganz viele Baustellen. Deutschland seit 10 Spielen ungeschlagen, zuletzt vor einem Jahr gegen Australien. Müller, Gomez, es braucht ein Tor, damit das auch so bleibt. Millimetergeschäft erst für Gomez Stiefel, dann für den Pfosten. Nicht vergessen, es fehlt mit Schweinsteiger, Lahm, Podolski und Mertesacker jede Menge Routine im deutschen Spiel. Nasri immer dominanter. Debuchy, Giroud nicht, Wiese nicht, aber Malouda. Der Mann von Chelsea trifft in seinem 75. Länderspiel. Ein blitzgescheiter Angriff, wieder von Debuchy über die Aogo-Seite eingeleitet. Weder Hövedes, noch Wiese, noch Boateng kriegen Zugriff aufs Zentrum. Und Malouda macht im Liegen alles richtig. Von 77 Länderspielen sind 52 unter seiner Regie gewonnen worden. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Müller, Kakao, irgendwie noch was Zählbares herausgeholt. 1:2 der Endstand von Bremen. Es kann nicht länderspieltäglich Galas wie gegen Brasilien oder Holland geben. Aber die Qualität ist nach wie vor da. Frankreich nicht unverdient dieses eine Tor besser. Nicht ausgeschlossen, dass man sich bei der Euro
bald wieder sieht.